weiß jetzt nicht. Muss mal gucken, leuchtet. Okay, wir sind online. Wir sind online. Hallo zusammen. Heute montags ungewöhnlich auch mal mein Gesicht zu sehen. Mit Coach AZ, DJ AZ, Kamerakit AZ. Kamerakit AZ. Ja, in Vertretung für ihr wisst von wem. Schönen guten Abend. Baumis habe ich gerade schon gelesen, sind da. Da werden sich sicherlich dann noch ein paar Leute mehr einschalten. Wir haben natürlich Anfang der Woche wieder was Schönes für euch vorbereitet. Der Philipp hat was vorbereitet, ich habe was vorbereitet. Es gibt einen schönen bunten Mix, einen, wie sagt man so schön, einen bunten Blumenstrauß an Übungen. Oh, so sagt man das. Schön ausgedrückt. Ein Blumenstrauß an Übungen. Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid einigermaßen gut in die Woche gestartet, habt hoffentlich jetzt Feierabend und müsst euch um nichts mehr groß kümmern. Das heißt, ihr könnt euch um euch selber kümmern. So sieht's aus. Ganz wichtig, wir starten einfach mal rein mit der Erklärung. Das wird ein bisschen koordinativer. Ja, auf jeden Fall. Philipp ist ja da. Ja. Ich würde sagen, ich schwenke die Kamera zum Whiteboard und... Wir fangen direkt an, uns ein bisschen warm zu machen. So, also, was gibt's heute in der Vorspeise? Heute haben wir die Jumping Jacks, dann Lunges mit Rotation, High Kicks diagonal, was das ist, erkläre ich euch, relativ simpel. Krav Maga Stand-Up gab es auch schon ein paar Mal, eigentlich auch nichts Neues. Alternate Toe Touch ist eigentlich auch nichts Neues. Den Inchworm Push-Up auch. Ferse setzen, die Leute, die Stream von mir schon mal besucht haben, beziehungsweise auch die Videos gesehen haben, das habe ich auch relativ oft schon gehabt. Ferse setzen, Federn, weiß ich nicht, ob schon da war, werde ich euch auch erklären. Kommt aus dem Boxen, ist ein bisschen Hand-Fuß-Koordination noch. Und zum Abschluss machen wir Sumo Squats Mobility. Das Ganze sind dann 2, 4, 6, 8, 9 Minuten Warm-up. Was kann ich kurz noch zeigen vorab, was nicht eventuell klar sein kann? Also die Ausfallschritte mit Rotation. Komm, ich zeige einfach alles. So. Also, Jumping Jacks. Oh, ganz neu. Übung. Ganz neu. Dann Ausfallschritt mit Rotation. Schön langsames Tempo. Dann High Kicks diagonal ist bei mir das. Hup, hup, hup. So. Schön diagonal. Wenn es nicht ganz so hoch geht, dann noch ein bisschen tiefer. Aber wichtig, wir versuchen hier so einen kleinen Versatzschritt mit einzubauen. Dann Krav Maga Stand-Up. Hier stehe ich quasi oder nutze ich mein Knie als Hebel. Leg das Bein an, richte mich auf wie bei einem Sit-Up, schieb die Hüfte nach vorne, steh auf. Wir machen die eine Seite 20 Sekunden und dann die andere oder nee, ich überlasse es euch, ihr könnt auch gleich wechseln, wie ihr Bock habt. Ich glaube, wir wechseln auch gleich, oder? Gut. Ja, ihr könnt aber auch 20 Sekunden die eine Seite, 20 Sekunden die andere machen. Dann die Alternate Toe Touches. Stellen wir uns auf, diagonal, also die Hand, gleiches Bein, anderes Bein hoch, greifen diagonal Fuß, das andere Bein geht hoch. Dann machen wir 20 Sekunden die eine Seite, 20 Sekunden die andere. Dann Inchworm Push-Ups, lang runterlaufen, Push-Up, wieder zurück, hoch. Dann Ferse setzen. Ferse setzen kennen die, die schon ein paar Mal den Stream gesehen haben. Ist eigentlich auch nicht schwierig, erkläre ich währenddessen. Noch ein paar Sachen dazu. Federn bedeutet, ich springe vor und zurück, beide Beine direkt wieder in die gleiche Position. Da kommt dann noch ein bisschen was mit den Händen dazu. Und Sumo Squats bzw. Sumo Squats Mobility, bisschen breiter als schulterbreit. Den Sumo Squat von hier treten wir durch, wir hoch, runter oder wir halten. Wir schauen mal, uns fällt da auf jeden Fall was ein. Gut. Genau. Ja, ich leg das mal dahin. Okay.
Ihr seid warm. Ich bin es auf jeden Fall. Yeah. André auch. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Mal wieder ein bisschen neuen Input habe ich versucht reinzubringen über die Koordinationsübungen. Was ihr braucht für den Core-Teil, den wir gleich starten, ein Handtuch. Und das nicht nur für euren Schweiß, sondern wir gehen jetzt gleich mal rüber. Das braucht ihr auch für die Übung Nummer 2. Also, wir arbeiten wieder in dem altbewährten 40-20 Intervall mit 4 Übungen, 3 Durchgängen. Wir beginnen mit dem Hollow Body Sit-Up. Danach kommen die Superman Lat Pulls, dann die Heel Touches und dann den Beer Hold. 3 Runden, 40, 20. Ihr kennt den Intervall. Den Code. Den Code. Die Durchwahl vom Athletikclub im Chorbereich. 40, 20. Nicht verwechseln, es ist kein Tabata. Wir sind heute in 40, 20. So. Ich zeige kurz die Übung. Ist ungewohnt, wenn man das so allein hinter der Kamera ist. Vor der Kamera. So. Also, Hollow Body Sit-Up. Wichtig hier kurz halten, Aufspannung und dann erst den Sit-Up machen, weil sonst kann man die Füße eigentlich auch weglassen. Superman Lat Pulls. Nehmen wir ein Handtuch. Wer hat, kann natürlich auch Bänder nehmen. Schön auf Spannung halten, anziehen. Oberkörper geht leicht weg vom Boden, die Beine sind weg vom Boden. Von hier schön nach hinten ziehen. Dann das Fersenfangen, die Heel Touches immer im Wechsel. Wenn es zu weit vorne ist, oder wenn es weiter vorne ist, ist es ein bisschen anstrengender. Wenn es zu nah ist, dann ist es oft nicht anstrengend. Heißt, versucht dort für euch einen guten Winkel zu finden. Ah ja, und zum Abschluss noch Bier holen. Aber ohne Bewegung, heute statisch. So, wichtig, hier kurz über dem Boden, nicht zu weit in der Luft, achtet darauf, dass ihr möglichst nah am Boden mit den Knien bleibt, Rücken gerade. Gibt es Fragen? Wenn ja,
dann lasst die Tasten glühen, noch habt ihr kurz Zeit, weil die Uhr muss noch eingestellt werden. Ihr müsst also was fragen. Ihr müsst also fragen. So. Ah, das stimmt. Gut. Und soll das dann. Ah, so keine Fragen, sieht so aus. Okay. Trink noch mal einen Schluck. Vorab ein Handtuch schnappen und dann geht's gleich los. Ja. Noch.
She
er ist ganz raus. Ach, ja, nichts ist ganz raus. Nee, oder? Ach, genau. Ich hab extra einen genommen, der schon ein paar Jahre älter ist. Nicht so aktuell. Aber das ist natürlich geil. War der Chor. War gut, sehr schön. Es waren schöne 12 Runden von unserem schönen Lieblingsintervall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr kurzes Feedback da lassen. Wie viele Leute haben wir denn? 11 Leute. Aber sag mal, wer wirklich da ist, ja geschrieben haben nur 4. Wer ist denn wirklich da? Es haben nur 4 Leute geschrieben. Das kann nicht sein, ne? Thomas, Mario und die Baumis. Ah. Sonst niemand. Ja, gut. Zeigt euch, zeigt euch. Zeigt euch. Gut. Dann machen wir das andersrum. Ja. Wir tauschen kurz. Ich weiß ja, wie es ist. Du musst ja hier besser ranzoomen. Ja, genau. Okay, komme ich auch nochmal ins Bild. Ich stelle schon mal den... Bin ich auf Sendung? Ja. Genau, ich bin auf Sendung. Ich stelle schon mal hier das Zeitfenster ein. Es sind wunderschöne 20 Minuten. Wir machen Folgendes. Wir machen ein Workout. Und zwar, you go, I go. Wir machen das so. Die meisten von euch sind ja, soweit ich weiß, alleine zu Hause. Das heißt... Ihr gönnt euch einfach immer nach einer Übung eine kurze Pause. Wie soll das ablaufen? Zum Beispiel, der Philipp fängt an, macht 3 Burpees. Dann mache ich 3 Burpees. Dann macht der Philipp 3 Push-Ups, dann mache ich die. 3 Squats, dann ich. 3 Sit-Ups, dann ich. Und dann zusammen 30 Sekunden Plank. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, im Endeffekt haben wir immer die Zahl 3. Entweder wir haben 3 Reps, 3 Wiederholungen oder wir haben halt 30 Sekunden. Wenn ihr jetzt alleine seid, macht ihr 3 Burpees, dann wartet ihr, bis der eine von uns das fertig gemacht hat. Genau so lange habt ihr dann die Pause und macht dann weiter. Das heißt, ihr müsst dann nicht direkt am Anschluss schnell hinterher die Übungen schießen, sondern habt immer so eine kleine Pause dazwischen. Ja, Plank, wie gesagt, halbe Minute, richtet ihr euch einfach nach unserem Rhythmus. Und 20 Minuten hauen wir das durch und wenn wir dann fertig sind, dann machen wir wahrscheinlich noch, mit Sicherheit noch ein ganz kleines Mobility-Cooldown, um wieder runterzukommen vom Puls. Wir sind beide sehr gespannt, wie das läuft. Wir haben es genau so, wie es da jetzt steht, auch noch nicht gemacht.
Ähnlich zwar, aber noch nicht ganz genauso. Ich zeige jetzt aber trotzdem einfach nochmal die Übungen, auch wenn die alle bekannt sind. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja jemand eingeladen und die Person ist heute zum ersten Mal dabei und fragt sich, was ist dieser Burpee? Okay, Burpee ganz normal. Kennen wir. Push-Up. Immer wieder gerne darauf achten, dass die Arme eng am Körper sind, dass wir hier nicht durchhängen, sondern in der Mitte stabil. Squats, gleiches Spiel, Oberkörper aufrecht, Knie nach außen, Ferse bleibt am Boden. Da kann man sich dann in den Sit-Up gleich reinfallen lassen, gerne mit Schwung. Es werden ja ein paar Wiederholungen werden, auch wenn wir am Stück nicht so viele machen. Aber insgesamt und Plank eben auch, Rücken leicht gerundet, Po Spannung, dass wir hier nirgendwo schlaff durchhängen. Ja, aber schlaff durchhängen, das ist nicht unser Motto. Okay. Trinken wir noch mal kurz was. Ja. Mein Schüttle. Ah, ich hab glaub ein großes Schlückle. Ein extra großes Schlückle. Sieht gut aus. Ja, genau. Genau. Ich kann kurz checken, ob die Musik auch hier noch 20 Minuten uns begleitet. Nee, neue Mucke anmachen. DJ AZ macht noch. Ist in dem Building. Ja, er ist in the Building. Heute für euch an den Turntables. Grüße gehen raus an Sascha. Wir brauchen noch mehr Klicks. Ja, wir brauchen mehr Klicks. Ab 5000 Zuschauer ohne Hose. Thank you.
Hand. Ich nehme mit meinem kleinen Zahn. So, wir haben auch noch 40 Sekunden weg. Thank you.
könnte sein, dass man die Schulter ein bisschen merkt. Ja, könnte passieren. Könnte auch passieren, dass der Bauch ein bisschen brennt. Könnte sein. Deswegen ganz stark Nüsse knacken, damit der Punkt auch was abbekommt. Yeah.
Yes, Sirski. Das war das schöne Hauptworkout, Hauptspeise, Menü für heute. Es folgt noch ein kurzer Mobility Cooldown. Ah ja, ein Öl. Ja, also wer sich fragt, es ist kein Öl. Nein, ich schwitze auch. Wie gesagt, ab 10.000 Teilnehmern ohne Hose. Ja, wir machen das alles doch nur für diese Klicks. Klicks. Wir haben jetzt mal vorgelegt, mal gucken, ob die weiblichen Teilnehmer da nachlegen, mithalten können. So sieht's aus. Damit wir hier, weil wir ja nicht öffnen können, noch nicht öffnen können, müssen wir wenigstens im Internet ein bisschen für Furore sorgen. Ja? So, könnt gerne noch in den Chat ein bisschen reinschreiben, wie es euch jetzt geht, wie ihr euch erholt habt, wie es geklappt hat und so weiter. Und dann machen wir noch ein ganz kleines Cooldown-Impuls. Genau. Die Legende besagt, man sieht uns immer noch am Burpees, Push-Ups, Squats, Sit-Ups und Planken. Es ist wirklich ein schöner Fluss gewesen. Die 20 Minuten sind für mich umgegangen wie im Flug. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ihr könnt ja mal kurz das Feedback da lassen. Aber jetzt bitte ein leichter Nachtisch. Ein leichter Nachtisch. Oh, ein leichter Nachtisch. Ja, jetzt den übernimmt der Kollege AZ, weil bei mir gibt es nur schweren Nachtisch. Wenn Nachtisch, dann richtig gehäuft. Thomas schreibt jetzt wieder Marsch auf. Ja, gut. Mario, wann gibt's mal wieder Plank? Ja, es gefühlte 10 Minuten geplankt gerade. Aber Thomas, mit den 20 Minuten Burpees, das habe ich vorher nicht überlesen. Ich wollte es nur noch mal kurz ansprechen. Vielleicht kann ich demnächst mal dir mit 20 Minuten Burpees dienen. Es war auf jeden Fall ein guter Einwand mal, eine gute Anmerkung. Ist ein bisschen wenig Burpees in letzter Zeit. So. Genau. So, ja, hier. Gut. Legen wir uns einfach nochmal auf den Bauch. Ich habe hier mein offizielles Handtuch. Start. Bauchmuskeln haben wir ordentlich gemacht. Müssen wir auch wieder ein bisschen dehnen. Genau, die Schultern weg von den Ohren. Nach hinten, unten ziehen. Und einfach ein paar Sekunden hier drin bleiben. Atmen. Wir sind jetzt auf der Traumreise angekommen. Traumreise mit Philipp und André. Gleite davon. Euch. Du hörst das Meeresrauschen. Ja. Nee, sowas. Sowas machen wir nicht. Wir sind ganz frei. Und schieben einmal das Gewicht nach hinten. Und die Arme aktiv nach vorne. Dann beide Hände nach links, bis wir den Lat an der Seite spüren. Das ist der Muskel, den ihr immer merkt, wenn ihr morgens eure Klimmzüge macht. Weiß, manche von euch machen Klimmzüge. Und die, die es nicht machen bisher, die denken jetzt eventuell, das mal zu machen. Wechseln natürlich auf die andere Seite. Okay, wir lösen es auf. Nehmen nochmal Rückenlage ein. Nochmal was Entspanntes für die Wirbelsäule. Arme zur Seite.
Füßchen am Boden, Beine einfach zur Seite kippen, Kopf in die andere Richtung. Und hier mal locker durch. Okay, wieder die Füße in die Mitte. Dann kommen wir hier langsam hoch. Zum Stehen. Atmen noch einmal tief ein. Machen uns lang. Zehenspitzen, Nase ein. Und nach unten. Mund raus. Das können wir noch ein zweites Mal machen. Sehr gut. Wunderbar. Das war der leicht verdauliche Nachtisch. Philipp, Dankeschön. Danke dir. Okay, wie gesagt, das war der leicht verdauliche Nachtisch. Viele Grüße in euer Wohnzimmer oder Keller oder wo auch immer ihr es gemacht habt. Und erholt euch gut, tankt Nährstoffe wieder auf. Wir sehen uns dann wieder am Donnerstag. Dran denken, nicht Freitag, sondern Donnerstag, wie letzte Woche auch. Und bist du am Donnerstag schon wieder dran? Bist du dran? Ich weiß gar nicht. Weißt du es gar nicht? Na, wir gucken mal in den Plan rein, es wird auf jeden Fall jemand da sein. Ich bin Kamerakind und zwei Athleten kümmern sich dann um das Workout. Auf jeden Fall ist es der Donnerstag und nicht der Freitag. Wir wünschen euch einen schönen Abend noch. Wie gesagt, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.